Sowas kennt man ja. Solche Szenen sind in Spielen wie Call of Duty Modern Warfare keine Seltenheit. Man sitzt am Bordgeschütz eines Helikopters und schießt auf feindliche Geschütze auf Häuserdächern, auf feindliche gepanzerte Fahrzeuge in Straßen und auf feindliche Soldaten auf Häuserdächern und in Straßen, bevor alle zusammen tödlich zurückschießen können. Aber das hier, das ist wirklich anders. In der Mission Der Tod kommt von oben haben sie nichts weiter zu tun, als die drei Geschütze eines AC-130 Gunships zu bedienen, um den am Boden agierenden Captain Price und seine Männer zu unterstützen. Absolut irre an der Situation, obschon wir so viel weiter weg vom Geschehen sind als in der Szene zuvor, ist das Erleben viel intensiver. Gottgleich unverletzbar schweben wir über den Ort, nehmen alles nur durch den Sichtfilter wahr. Gegner sind Ameisen, die unter Beschuss meterweit segeln. Wir hören die höhnischen Kommentare der Kollegen und wir denken, puh, das ist Krieg. Unmenschlich und grausam. Bewaffnete Feinde nähern sich von der Kirche. Erbitte Feuererlaubnis. Verstanden. Sie haben Angriffserlaubnis für den fahrenden Wagen und jegliches Personal. Bestätigt. Der Trupp hat Angriffserlaubnis, aber es wird nicht auf die Kirche geschossen. Freigabe, alle anzugreifen. Du hast ihn. Schuss bereit! Guter Schuss, guter Schuss. Das war ein Treffer. Ja, guter Schuss. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Du hast ihn. Gut, er bewegt sich wieder. Direkter Treffer. Räuchert sie aus. Direkter Treffer. Schutz bereit. Noch mehr Feindverbände. Schnappt euch die Typen. Verstanden, der Typ bewegt sich.